So, weiter geht's, Leute. Und ich freue mich, weil das Spiel einfach nur Spaß Ich bin macht im mit der Moment. Tür. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ach, geschafft. Danke. Okay. Wie kommen wir darüber? Da hinten ist eine Leiter. Da hinten ist eine Leiter. Vielleicht können wir Ach, rüberschwimmen. da hinten, ja. Die Strömung ist stark. Tja, Ja, das wäre schon mal die halbe wie Miete. gesagt, ist ja kein Blind. Einige Rätsel weiß ich noch. Wie zum Beispiel das, das wusste ich noch. Das ist auch aber offensichtlich gewesen jetzt. So. Wie war das jetzt nochmal? Achso, gib Komm, mir hilf mir Räuber. hoch. Ja, ich gebe dir Räuberleiter. So. Ja, das wäre echt. Das wäre echt nicht schlecht, wenn da ein wirklicher Film rauskommen würde. Und wie gesagt, mein Favorit, Michelle Rodriguez. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ist ja gut, Junge. So. Gar nicht schlecht, ha? Hier kurz noch gucken, ob hier irgendwas. Die Pistole. Nehmen wir die Uzi mit. So. So, jetzt kommen wir auch dahin und springen auch darüber. Und dann haben wir das kleine Mini-Rätsel, was ja eigentlich. Ja, kann man das Rätsel nennen? Ich weiß nicht. Haben wir dann auch schon hinter uns? Was ist los, Kumpel, Leute? Willst du auch hinter den Weibern hinherrennen, wa? Damit du dir einen kleinen Blick auf die Ärsche werfen kannst? Ey, was ist los hier? Was ist das für ein Funk? Ich hab keine Granaten mehr. Nein! Du bist noch nicht gestorben, jetzt aber. Leute, könnt ihr den mal kurz ablenken? Na, also. Ich habe kein Maschinengewehr dabei. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe gar keine Munition mehr. Machen wir das einfach so, du Sackgesicht. Ihr kriegt die Ladies nicht. Dazu bin ich vorbestimmt. Okay, sieht gut aus. So. Ist das bei dem immer so? So ziemlich. Ja, bevor wir weitergehen, erstmal ein bisschen Munition mitnehmen. Das ist ja wohl logisch. Nicht, dass das gleiche passiert wieder, dass wir plötzlich keine Munition mehr haben. Liegt hier denn irgendwas? Nein, hier liegt nichts. Ja, dann können wir weitergehen. Und zwar sieht das verdächtig aus, dass wir hier wieder das. Nee, müssen wir nicht, oder? Müssen wir das Schild wieder hochklettern? Oder dieses Rohr einfach? Seht ihr was da oben? Kommt, hier lang. Das sind Widerstandskämpfer. Oh, Scheiße, die kommen mit Panzer an. Komm schon.
Nicht so langsam. Okay. Hier sollten wir sicher sein. Oh. Das würde ich aber auch mal sagen. Bevor wir da... Oh, hier ist ein Schatz. Ich wollte gerade sagen, bevor wir da reingehen, gucken wir uns erstmal um ein bisschen. Ob wir nicht Schätze finden. Einen haben wir schon... Das sieht ja ganz... ganz danach aus, als wären hier in diesen... Räumen Schätze versteckt. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Vielleicht finden wir ja noch was. Anscheinend nicht. Egal, dann lasst uns mal reingehen in den Tempel. Ist hier noch was? Ne, da glitzert nichts. Auf dem Dach glitzert nichts. Da hinten glitzert auch nichts. So. Was sagst du jetzt? Du hast uns direkt hergeführt. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Ach, nein, nicht direkt. Oh, na, vielen Dank. Okay, hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stein. Nate? Ein riesiger Rosaphir ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Na, wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein. Naja, der Stein selbst ist hey, nicht hier. Hey, setz mal hin. Er ist in Shambhala. Shambhala? Nate? Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt. Okay, gut. Hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarevich kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon. Wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut. Bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wer's glaubt. Oh. Na, okay. Das ist schon interessant. Das Geheimnis der Stadt, Kapitel 8 sind wir schon. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um, bevor wir hier wieder reingehen. Wer weiß, was hier schlummert. Lungert, schlummert, lungert, ich weiß es nicht. Okay, hier war mal eine Treppe. Das ist definitiv der richtige Tempel. Na, jetzt kommt nicht wieder Chintamani-Stein raus. Hier muss irgendwo der Eingang versteckt sein. Hui! Den Kerl kenne ich doch. Ah, eine kleine Runde. Schwimmen. So, ja, dann kümmern wir uns mal um das Rätsel. Oh Gott, wie war das nochmal? So, wir gucken uns erstmal an. Was mit den Armen zu tun haben. Okay. Ja, ist okay. Gucken wir mal. Wir müssen noch irgendwo, ja, ist ja gut. Aber wie? Ja, das ist ja die Frage gerade, die ich mir selber beantworte gerade. Wie kommen wir hier rauf? Da ist eine Plattform. Kann ich hier an die Säulen ran? Da kommen die Einheimischen immer noch hierher. Ja, wir müssen kurz überlegen. Da. Das sieht doch verdächtig dann aus, dass wir hier hoch können. So. Warte, ich sehe mir das mal näher an. Okay. Ich warte hier unten. Da glitzert irgendwas. Da komme ich aber nicht ran. Okay, gut. Egal. Warum hältst du dich nicht fest, Junge? Warum hältst du dich nicht fest?
Eben nochmal. Oh Gott. Immer mit der Ruhe jetzt, immer mit der Ruhe. Oder muss ich hier hoch? Ne. Dann kannst du auch loslassen. Du hast dich festgehalten. Ist ja super duper, super duper. Toll von dir. Sehr schön. Danke. Toll, oder? So. Boah, scheiße. Okay. War das jetzt richtig? Der ist schon mal richtig, ja. Scheiße. Wie war das jetzt nochmal? Wie komme ich jetzt an den da oben ran? Hier raufspringen? Nein, 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 das war doch schon richtig. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Hier rüber. Hier so, wa? Ja, alles klar. Okay, hey, komm, gib's zu, du bist beeindruckt. Bin ich. Kriegst eine Banane. Dreh dich doch mal um, Junge. Ja. Okay, so, die beiden werden schon mal richtig. Der Dreizack muss waagerecht sein. Und dieser irgendwie angeschrägt, dieses heiße Teil da. Okay, das Teil ist schon mal richtig. Jetzt müssen wir nur den Dreizack irgendwie eine Stufe runter machen. Ich nehme an, wir müssen hier wieder hoch, oder nicht? Wenn du dich festhalten würdest und überhaupt mal springen, dann wäre das wunderschön. Ja, den Sprung schaffen wir doch, oder? Locker. Hä? Ist das richtig? Nee, ist es nicht. Du sollst ja runter machen, den Arm. Und rauf! Wie sieht das aus? Na, woher soll ich das wissen? Du hast doch das Buch. Oder ist er doch schon richtig? Klettern wir mal kurz rauf und gucken, was wir oben machen können. Mit dem anderen Stein. Oh, mir reicht schon, dir zuzusehen. Ah. Okay. Wir haben es geschafft. Schaffe ich den Sprung von hier ins Wasser? Yeah. Er schreit, wenn er schon unten angekommen ist. Du Pussy. Geh mal mir aus dem Weg jetzt hier. Warte mal. Was ist? Chloe, das ist nicht einfach ein Dolch. Das ist ein Schlüssel. Sehen wir mal, was er öffnet. Ja, dann machen wir das mal und setzen den Schlüssel ein. Das ist gruselig, aber sag A. So, tut sich was? Wasser läuft ab. Und?
habe die Tür gefunden. Geschafft. Also, eigentlich war ich das. Ich wollte gerade sagen. Ja, schon. Ich habe die Tür gefunden. Du hast gar nichts gemacht. Du hast nur blöde zugeguckt. Egal, Leute. Aber da gehen wir jetzt erst in der nächsten Folge runter. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.